Open Science, ein Begriff, der in der wissenschaftlichen Gemeinschaft immer häufiger zu hören ist. Doch was bedeutet er genau? Die Wissenschaft wird durch Fortschritte bei digitalen Technologien und Werkzeugen, künstlicher Intelligenz, Big Data, dem Internet der Dinge, 3D-Druck und Quantencomputing sowie durch offene digitale und physische Infrastrukturen wie offene Labore, offene Bibliotheken, kulturelles Erbe, digitale Wissensdatenbanken, frei zugängliche Zeitschriften und offene Universitätsgelände umgestaltet. Diese Technologien und Infrastrukturen sowie Initiativen und Strategien für eine offene Wissenschaft auf europäischer, nationaler und universitärer Ebene hat es die Forschung wiederum ermöglicht, mit neuen Praktiken, Grundsätzen und Zielen der offenen Wissenschaft zur Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen zu experimentieren, sie zu entwickeln und zu übernehmen. Sowohl die UNESCO wie auch die Europäische Kommission haben sich dazu geäußert und definieren Open Science als einen neuen Ansatz, wissenschaftliche Forschung zugänglicher und transparenter zu gestalten und um gemeinsam Lösungen für die globalen Herausforderungen zu entwickeln. Es geht darum, wissenschaftliche Ergebnisse, Daten und Veröffentlichungen offen und für jeden zugänglich zu machen. Dadurch können Forschende weltweit zusammenarbeiten, ihre Erkenntnisse teilen und gemeinsam an der Lösung globaler Herausforderungen arbeiten. Einer der Eckpfeiler von Open Science sind offene Bildungsressourcen. Offene Bildungsressourcen fördern die Annahme von Praktiken des offenen Austauschs. Weitere Elemente sind zum Beispiel auch Open Data oder Open Access Publikationen. Damit man all diese Ressourcen korrekt nutzen kann, ist Wissen über offene Lizenzen hilfreich. Die gemeinsame Idee dahinter ist, Wissen sollte geteilt werden. Denn wenn Wissen geteilt wird, vermehrt es sich. Open Science und offene Bildungsressourcen bringen uns näher zu einer Welt, in der Forschung und Bildung ohne Grenzen möglich sind.